Hallo an alle Gartenfreunde und herzlich willkommen im bunten Nutzgarten und zu einem heute mal etwas anderen Video. Ich habe lange überlegt, ob ich das Video überhaupt mache, aber ich möchte über dieses Thema unbedingt mal sprechen, weil das mein Alltag und alles Mögliche in meinem Leben mehr bestimmt als alles andere oder fast mehr bestimmt als alles andere, nämlich die Bürokratie in Sachen Selbstversorgung, Landwirtschaft und alles, was damit zu tun hat. Wir werden in dem Video darüber sprechen, wo mir die deutsche Bürokratie in den letzten Jahren schon einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Tolle Projekte, die ich auf die Beine stellen wollte, teilweise angegangen bin, teilweise auch nicht. Und immer wieder die Bürokratie dazwischen kam, warum ich kein Landwirt bin, obwohl ich das eigentlich gerne wäre. Wo hier im Garten die Probleme liegen mit der Bürokratie und so weiter. Darüber werden wir heute reden. Also bleibt auf jeden Fall dran. Erstmal kurz vorweg für alle, die das Video sehen und vielleicht noch nicht viele Videos von mir gesehen haben. Ich würde mich selbst als Selbstversorger in Sachen Obst und Gemüse bezeichnen. Ich produziere genug Obst und Gemüse, dass wir mit 4 Leuten ungefähr 10 bis 11 Monate kein Obst und Gemüse mehr kaufen müssen. Und in der Selbstversorgung gibt es viele bürokratische Probleme, aber auch in der Landwirtschaft, wo ich gerne wäre. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich verdiene mein Geld als Gartenjournalist, als Autor, bin Preisträger beim Deutschen Gartenbuchpreis mit meinem Buch Ernte mehr als du denkst, bin im Home Farming Magazin von Tagesschausprecherin Judith Rakers als Gartenexperte tätig, bin hier als YouTuber aktiv, als Content Creator, wie man das heute so schön schimpft, bin Influencer in den sozialen Medien, habe die ein oder andere Werbekooperation mit Gartenmarken über Gartenprodukte und so weiter. Damit verdiene ich mein Geld und das ist im aktuellen, also der aktuelle Stand ist so, dass ich damit in der Situation, in der ich jetzt bin, zwar sehr gut verdiene, also darüber will ich mich jetzt erstmal nicht beschweren, aber es reicht eben zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, dass ich davon wirklich komplett eigenständig alles finanzieren kann. Und wir sind hier im Rhein-Main-Gebiet, mein Garten ist im Rhein-Main-Gebiet und hier ist es mir aufgrund der sehr hohen Mietkosten einfach im Moment nicht möglich zu mieten, weil das dann den finanziellen Rahmen sprengen würde. Deshalb wohne ich aktuell noch in einer Kellerwohnung bei meinen Eltern im Haus. Da würde ich gern irgendwann mal raus, würde irgendwann eben gerne mal auf eigenen Füßen stehen. Und dafür habe ich super viele Projekte schon, bin ich schon angegangen in den letzten Jahren und alle wurden von der Bürokratie wieder eingefangen. Und wir fangen mal so ein bisschen chronologisch an. Die erste Idee, die ich hatte, war, dass ich eben gerne Kurse geben möchte. Kurse in Sachen Gärtnern, Anzucht, Bodenverbesserung, was auch immer, alles, was in irgendeiner Form mit dem Gemüse- und Obstanbau zu tun hat. Und die Eltern meiner Partnerin haben ein Ackergrundstück von hier ungefähr 5 Minuten mit dem Fahrrad weg, also nicht aus der Welt. Und das ist ein großer Acker, da gehört ihnen ein kleines Stück davon. Und da hatten wir dann die Idee zu sagen, okay, lass uns doch da Pachtäcker anbieten, kleine Pachtparzellen. Da ist auch direkt in der Nähe, 1 Minute weg, Neubaugebiet entstanden vor ein paar Jahren, wo viele auch junge Familien hingezogen sind, die sich total interessieren für dieses Thema, die aber halt einfach, wie es heutzutage so ist, keinen Platz haben. Und ich hatte eine riesen Nachfrage nach diesem Thema und wir wollten das Thema angehen, Pachtäcker und da die Verbindung eben mit meinen Kursen, dass das gerade für Anfängerinnen und Anfänger super tauglich ist, da die ersten Schritte in Sachen Gemüseanbau zu machen, eben unter meiner Begleitung mit Kursen und den angebotenen Pachtäckern, wäre ein tolles Projekt gewesen, hätte auch für mich finanziell nochmal genau diesen einen Schub gebracht, den es jetzt noch fehlen würde, sage ich mal, zu einem wirklich vollständig ausreichenden Einkommen zum kompletten Selbstleben und finanziertem Leben. Und da war diese Idee, aber da kam dann die Naturschutzbehörde, hat gesagt, nein, das ist aktuell ein von einem Bauer genutzter Weizenacker oder Weizen, Mais, Raps, also typische Ackerfeldfrüchte, sage ich mal. Und das muss in dieser Umgebung so weiter genutzt werden und darf nicht zum Gemüseanbau, zu kleinen Parzellen genutzt werden. Deshalb dürften diese Pachtäcker, diese Pachtparzellen nicht entstehen, weil aus irgendeinem Grund der Naturschutz da dagegen spricht, ist mir vollkommen unverständlich, aber gut. Und noch dazu hätten wir, weil eben dort auch kein Bohnen gebohrt werden darf, hätten wir eben Wassertanks aufstellen wollen, dass eben dort auch gegossen werden kann. Ohne Wasser ist es nun mal ein bisschen schwierig, Gemüse anzubauen. Aber auch das Aufstellen dieser Wassertanks wäre aus Umweltschutz oder welchen Gründen auch immer, wirklich verstanden habe ich bis heute nicht, nicht erlaubt gewesen. Deshalb dieses Projekt schon mal vom Tisch. Aber das war wirklich nur so nicht die Spitze des Eisbergs, sondern wirklich die aller
unterste kleine Stufe noch. Alles, was jetzt kommt, ist deutlich heftiger und für mich problematischer. Ich sage grundsätzlich, wenn ich mich mit Leuten über dieses Thema unterhalte, kommt von mir immer der Satz, ich habe in meinem Leben Angst vor zwei Dingen, vor Krebs und vor der deutschen Bürokratie. Das sind die zwei Dinge in meinem Leben, vor denen ich Angst habe, weil das die zwei Dinge sind, die mir mein Leben mächtig verhageln und versauen können. Und die deutsche Bürokratie tut's ständig, permanent. Und dann war eben die Frage, wie geht's jetzt weiter? Kann ich es schaffen, hier aus dem Garten, den ich aktuell habe, noch mehr Einnahmen zu erzielen? Das klingt jetzt alles wirklich sehr geldgierig, aber im Endeffekt ist dieses Gärtnern, das Anbauen von Obst und Gemüse, die Arbeit in der Natur und. Das ist meine absolute Leidenschaft schon seit meiner Kindheit. Und um das überhaupt in dieser Form machen zu können, muss ich damit Geld verdienen. Anders geht's nicht. Neben einem Vollzeitjob könnte ich das, was ich hier mache, definitiv nicht mehr machen. Dann müsste ich das weitgehend aufgeben. Deshalb muss ich gucken, dass ich aus der Tätigkeit, die ich hier mache, eben so viel Geld rausholen kann, wie es geht. Auch wenn das immer erstmal sehr negativ klingt. Aber das ist das, was dahinter steckt. Ich möchte einfach diese Leidenschaft nicht aufgeben und so weit ausbauen, wie es geht. Und da muss eben am Ende finanziell was bei rumkommen. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Und dann war die Frage, kann ich hier im Garten sowohl die Selbstversorgung noch erweitern? Was kann ich hier noch machen? Und das Problem bei mir aktuell ist, dass ich das, was ich mache, auch wenn es 100% meines Einkommens bestimmt, nach wie vor nur als Hobbygärtner zähle vorm Gesetz und eben kein Landwirt bin, weil ich nicht genügend anbaue, um zu verkaufen zum Beispiel. Und deshalb wurden auch sämtliche Anfragen, ob ich hier einen Erdkeller bauen kann, zur Lagerung von Obst und Gemüse zum Beispiel über die Wintermonate, was die Selbstversorgung deutlich verbessern könnte. Das wurde mir auch verboten. Aus baurechtlichen Gründen dürfte hier kein Erdkeller entstehen. Auch der Bau von einem größeren Gewächshaus als das hier ist mir nicht erlaubt, was allerdings nötig wäre, um mehr anbauen zu können, weil ich eben die Jungpflanzen auch alle selbst vorziehen möchte, würde ich sie kaufen, würde am Ende wahrscheinlich nicht mehr viel bei rumkommen beim Verkauf oder ich müsste so hohe Preise verlangen, dass die keiner mehr bereit wäre zu zahlen. Deshalb müsste, wenn ich jetzt eine größere Fläche bewirtschaften will, müsste ein größeres Gewächshaus her. Aber da ich ja nur Hobbygärtner bin, ist das leider mir auch verboten worden. Also das ist wirklich die Maximalgröße, die geht. Irgendwie ein Quadratmeter mehr würde noch gehen. Den habe ich auch extra weggelassen, falls hier wirklich mal jemand mit einem Zollstock kommt und mal nachmisst. Und da war dann für mich klar, zu diesem Zeitpunkt, heute ist die Situation wieder eine andere, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, war für mich klar, dass hier aus dem Garten leider nicht mehr rauszuholen ist und ich auch nicht mehr Geld damit verdienen kann, als ich es aktuell tue. Und gleichzeitig auch das Thema Wohnung oder die Wohnproblematik immer noch nicht gelöst war. Und deshalb war dann vor, ja, 3 Jahren ungefähr, 4 Jahre sogar, wir haben schon 2024, war Anfang 2020, war dann der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, dann müssen wir eben schauen, dass wir von hier wegkommen und praktisch einen anderen Garten nochmal neu aufbauen, eventuell auch deutlich größer, dass ich verkaufen kann und so weiter. Und dann haben wir uns über Jahre auf Grundstückssuche begeben. Und leider gab's, also es gab immer mal wieder Grundstücke, die wirklich aussichtsreich waren, wo es wirklich so aussah, als könnte das Ganze funktionieren. Und entweder gab es dann keine Wohngenehmigung, keine Baugenehmigung und. Also da gab es nie ein Grundstück über lange Zeit, wo ich alle Genehmigungen bekommen hätte, die ich wirklich brauche. Ich kann auch dann nicht sagen, okay, mache ich es eben ein bisschen kleiner und dann gibt es halt kein Wasser. Also wenn kein Brunnen gebohrt werden darf zum Beispiel, wenn kein Wasser verwendet werden darf und ähnliches, ist das Ganze nicht möglich. Deshalb bin ich eben darauf angewiesen, dass bestimmte Genehmigungen alle durchgehen. Und das war über Jahre bei keinem Grundstück der Fall. Und dann saß Anfang diesen Jahres, oder Entschuldigung, wir haben schon 2024, Anfang 2023, sah es dann tatsächlich so aus, als wäre das Grundstück jetzt da. Und da muss ich sagen, das war einer der heftigsten Schläge in meinem ganzen Leben, kann ich nicht anders sagen. Ich habe ein Grundstück gekauft in Rheinland-Pfalz, wunderschön gelegen, tolles Klima, 2.500 Quadratmeter mit Baugenehmigung sogar, haben wir vorm Kauf alles abgeklärt. Ich hätte sogar mein Tiny House dorthin bauen dürfen. Da war ein Teil eben Bauland und der restliche Teil war Landwirtschaftsfläche. Alles vor Vertragsbeginn oder vor Vertragsunterschrift, Kaufvertragsunterschrift. Alles geklärt mit der Baugenehmigung, mit der Wohngenehmigung und. Alles geklärt.
Eine Woche, wirklich gute Laune, es sah alles super aus. Und dann kam ein Brief von der Struktur- und Genehmigungsdirektion. Habe ich vorher noch nie gehört, dass es die überhaupt gibt, auch mit Absprachen mit Bauämtern, Bauaufsichtsbehörden und so weiter, ist dieser Begriff nie gefallen. Und dann wurde mir von dieser Behörde mitgeteilt, dass auf diesem Grundstück kein Obst und Gemüse angebaut werden darf. Das ist was, wo ich wirklich nicht mitgerechnet habe, dass das überhaupt auf einer Landwirtschaftsfläche mir verboten wird, Landwirtschaft zu betreiben. Der Hintergrund des Ganzen ist, dass dieses Grundstück nicht verändert werden darf. Also es darf keine Pflanzung von Bäumen oder Sträuchern vorgenommen werden. Und auch die Wiese muss Wiese bleiben und darf nicht zur Beetfläche umgewandelt werden. Auch das Aufstellen von Hochbeeten oder ähnlichem ist alles verboten. Und ich habe dann nochmal um eine Stellungnahme bei diesem Amt gebeten, habe gesagt, ich habe das und das vor, möchte gern so und so viele Bäume pflanzen, so und so viele Quadratmeter freimachen für den Gemüseanbau und so weiter. Habe um eine Stellungnahme gebeten, habe gesagt, ist das möglich? Was müsste man denn machen, dass es möglich ist? Auf eine Antwort warte ich jetzt seit mittlerweile 8 Monaten. Also das ist nicht zu erwarten, dass dann noch was kommt. Und wäre da diese bürokratische Hürde nicht gekommen, dass dieses Landwirtschaftsgrundstück nicht genutzt werden darf zum Obst- und Gemüseanbau, würde ich jetzt mittlerweile, also auch jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, schon in meinem Tiny House wohnen, mit Naturteich, mit einer tollen Holzwerkstatt, mit Ställen für Hühner, Enten, Gänse, mit 1000 Quadratmeter Gemüseanbau, mit einem Gewächshaus, mit Streuobstwiese, mit allem drum und dran, auf einem wunderschönen Grundstück. Das wäre jetzt mein Leben, aber wurde mir von der Bürokratie verwehrt. Und das, muss ich sagen, war wirklich ein Schlag in die Magengrube. Ich habe we mehrere Wochen und Monate gebraucht, um da wirklich ansatzweise drüber hinwegzukommen, da irgendwie mit klarzukommen und habe dann eben erstmal gesagt, ich muss jetzt über mehrere Wochen da mal eine Pause machen. Und in dieser Pause, wo ich wirklich nicht weiter gesucht habe oder ähnliches, habe ich dann einfach mir mal Gedanken gemacht, wie kann es jetzt überhaupt weitergehen? Weil ich habe es am Anfang vom Video schon gesagt, das Gärtnern oder das Anbauen von Obst und Gemüse ist zum einen wirklich meine Leidenschaft, mein Antrieb, mein Grund, jeden Morgen aufzustehen, ohne den ich einfach nicht kann. Und gleichzeitig eben auch finanziell gesehen meine Existenz, alles, was ich mir jetzt aufgebaut habe, wäre in Gefahr, wenn ich eben nicht mehr das weitermachen kann mit dem Anbau. Und da war einfach die Frage, wie kann ich das am ehesten umsetzen, was kann ich tun, dass ich das in irgendeiner Form weitermachen kann. Und ich habe mich über viele Jahre nie wirklich getraut, und da kommen wir jetzt in den zweiten Teil in die Landwirtschaft, den Traum von der Landwirtschaft zu träumen, weil für mich immer die Landwirtschaft verbunden war mit einem riesigen Risiko, mit dem Risiko, dass bei einem Hagel, bei einem Spätfrost, was auch immer, so viel Ernte vernichtet wird, dass die Existenz in Gefahr ist. Und das war eben über viele Jahre und 2 Jahrzehnte eigentlich, kann man sogar sagen, war das der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte kein Landwirt werden. Dadurch, dass aber durch den Anbau von Obst und Gemüse und dem, was ich sonst noch zusätzlich mache, wie gesagt, ich habe es am Anfang des Videos erwähnt, meine Einnahmen auch ohne eine große Ernte zumindest bis zu einem gewissen Punkt halbwegs gesichert sind, habe ich gesagt, dann ist eben dieses Existenzrisiko bei einem Ernteausfall nicht so groß, dass ich mich dann jetzt traue, diesen Traum von der Landwirtschaft zu träumen und bin dann über viele Wochen und Monate, das ging eigentlich den ganzen Sommer 2023 und den ganzen Herbst, mit sämtlichen Landwirtschaftsbehörden in Kontakt gewesen und habe dann verschiedene Broschüren bekommen über die Betriebsgründung und, habe mich da über vieles eingelesen, habe mit vielen auch anderen Landwirten gesprochen und bin dann eben zu dem Entschluss gekommen, es sind zwar viele Schritte, die gemacht werden müssen, aber es klang für mich wirklich alles machbar. Und dann bin ich eben über mehrere Monate, das müsste so von Mai, Juni bis November, also ein knappes halbes Jahr, bin ich das Ganze angegangen und habe gesagt, okay, jetzt ist das Thema Landwirtschaft für mich das, was es sein soll. Ich traue mich das jetzt, diesen Sprung zu machen, diesen Schritt zu machen, hin zu einem größeren Anbau, hin zu einem größeren Verkauf. Und habe dann über viele Wochen und Monate ein wirklich tolles Landwirtschaftskonzept erarbeitet, auf das ich echt stolz bin, wo meine ganzen Erfahrungen im Gemüseanbau, der nun mal jetzt seit 15 Jahren bei mir eigentlich mein Leben bestimmt und so viel Erfahrung und Leidenschaft dafür da ist und auch Wissen, was ich mir angeeignet habe über die letzten 15 Jahre, ist alles damit eingeflossen. Und ich bin am Ende bei einem Konzept gelandet. Und das möchte ich hier mal ganz kurz grob anreißen. Vielleicht gibt es da nochmal ein separates Video zu.
wo ich auf einem Hektar ungefähr 3000 Quadratmeter für den Gemüseanbau, 2 bis 3000 Quadratmeter Streuobstwiese, 500, 600 Quadratmeter für Bärensträucher, 1000 Quadratmeter für die Tierhaltung, vor allen Dingen Hühner zum Eierverkauf. Dann eine schöne wilde Wiese, die wirklich nur einmal im Jahr abgemäht wird zum Heu machen und ansonsten einen Wildwuchs hat. Und, und. Also wirklich mit ganz, ganz vielen Konzepten, auch im Bereich Umweltschutz, Artenschutz und so weiter. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Konzept, auf das ich riesig stolz bin. Mit meiner Art und Weise anzubauen, wäre ich da ungefähr auf Einnahmen von oder auf einen Gewinn ungefähr von 30.000 Euro im Jahr gekommen, was für meine Existenzsicherung alleine ohne Probleme reichen würde, weil ich eben die Art und Weise, wie ich anbaue, sehr viel auf kleiner Fläche ernten kann. Der Buchtitel ist nicht umsonst Ernte mehr, als du denkst. Und damit wäre ich wirklich super gefahren, hätte ein tolles Einkommen gehabt, hätte ein richtig tolles Konzept aufgestellt, hätte mir mein Leben wirklich in einem, also es wäre ein Traum gewesen, das zu verwirklichen. Und auch hier kam wieder die deutsche Bürokratie dazwischen. Ich habe das ganze Konzept dann vorgestellt. Wie gesagt, das ist, war von mir wirklich exakt durchgeplant, mit allem drum und dran. Ich habe wirklich an alles gedacht. Und es wären am Ende ungefähr 30 Gemüsekisten, 30 Abokisten rausgekommen. Das heißt, ich hätte Gemüsekisten verkaufen wollen. Pro Woche an 30 Parteien ungefähr. So viel wäre da am Ende rausgekommen. Plus die Selbstversorgung für uns selbst noch. Plus Eier und so weiter. Also das wäre definitiv ein Haupteinkommen gewesen. Aber von allen Stellen, ob es Bauämter waren, ob es die Landwirtschaftskammern waren und so weiter, kam immer nur Ablehnung, kam nur, das reicht nicht, das ist viel zu klein, dafür gibt es keine Genehmigung. Also das, was ich da hätte machen müssen, um das umzusetzen, wird mir alles nicht genehmigt. Und das Einzige, was wohl irgendwie rechtlich in einem Rahmen wäre, wo ich mich auf halbwegs sicherem Grund bewegen würde, wäre einen alten Hof zu kaufen, wo eben diese ganzen Genehmigungen schon in der Fläche sozusagen mit inbegriffen sind und da eben das zu verwirklichen. Allerdings muss ich sagen, da ist der Markt so leer. Ich habe viele alte Höfe gefunden, die entweder 1 Million und aufwärts gekostet haben oder die so zerfallen waren, dass alleine 100, 200, 300.000 nötig gewesen wären, um das Ganze halbwegs wieder in Ordnung zu bringen. Oder es ist einfach in einer Lage, die klimatisch unfassbar ungünstig ist. Und gerade wenn ich eben noch mehr angewiesen bin, dass die Erträge stimmen, dass es keine Ausfälle gibt, dann kann ich nicht in Regionen gehen, wo die Trockenheit eine noch größere Problematik ist als hier, wo Spätfröste noch häufiger auftreten und so weiter. Und alles in den Bereichen, wo es irgendwie in Frage kommen würde, ist nichts zu finden. Also da haben wir wirklich über viele Wochen und Monate alles Mögliche abgecheckt, was gehen könnte. Und im Endeffekt kam eigentlich raus, es funktioniert nicht. Ich hätte wirklich diese Genehmigung gebraucht, dass ich dieses Konzept auf einem halbwegs freien Grundstück umsetzen könnte. Ansonsten ist es auch finanziell für mich nicht zu stemmen. Ich bin kein Millionär. Und allein die Tatsache, dass ich sagen muss, ich bin kein Millionär und kann deshalb kein Landwirt werden, ist was, was ich unfassbar heftig finde, dass man so viel privates Kapital braucht, um diesen Schritt überhaupt gehen zu können, weil alles andere von den Genehmigungsverfahren so eingefangen wird, dass ich für mich den Entschluss getroffen habe, in dieser Form, in dieser Größe in die Landwirtschaft zu gehen, kommt für mich nicht in Frage, weil ich mich durch diesen Bürokratiedschungel und diese massive Behinderung von allem, was man tun möchte, durch Behörden nicht machen will. Ich möchte mich diesem wirklich nicht ausliefern. Und deshalb ist bei mir die Entscheidung gefallen, dass ich dieses große Projekt, was eben nicht umsetzbar ist, auch nicht versuche, in irgendeiner abgewandelten Form dann doch irgendwie in eine Grauzone reinzuquetschen. Da hätte ich so viel ändern müssen, dass es für mich dann am Ende nicht mehr wirklich reizvoll wäre, nicht mehr umsetzbar wäre auch teilweise, entweder finanziell oder einfach vom Prinzip, wie das Ganze aufgezogen werden muss. Und das ist leider in diesem Fall einmal mehr Stand der Dinge. Und wie so oft, ich meine, das Video geht jetzt schon seit knapp 20 Minuten, wie so oft ist es der Fall gewesen, dass ich super Ideen habe, auf die ich super stolz bin, die richtig gut funktionieren könnten, die meine Leidenschaft widerspiegeln in dem, was ich tue, die mir ein tolles Einkommen bringen würden, die auch für, wie jetzt bei den Pachtäckern, für viele andere Menschen eine tolle Sache bringen würden. Immer, immer, immer wieder wird es eingefangen von der deutschen Bürokratie. Und da muss ich sagen, dass ich an dieser Stelle wirklich stinksauer bin. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin in meinen Videos normalerweise immer
sehr ruhig und versuche so unemotional zu bleiben, wie es irgendwie geht. Und an der Stelle kann ich es einfach nicht anders sagen, außer dass ich stinksauer bin. Hier ist ein junger Mann, der 15 Jahre Anbauerfahrung im Gemüseanbau hat, im Obstanbau, der ein Buch darüber geschrieben hat, der brennt für dieses Thema. Das ist meine Leidenschaft, das ist meine Existenz. Und überall wird Nachhaltigkeit gepredigt, regionaler Anbau, ohne Pflanzenschutzmittel, ohne Schädlingsbekämpfungsmittel, würde ich alles machen. Ich würde für viele Menschen Obst und Gemüse produzieren wollen, aber es ist mir leider verboten. Und das ist was, wo ich sagen muss, ich bin einfach an dieser Stelle stinksauer. Ich kann es nicht anders sagen. Und was jetzt, um jetzt auf den letzten kleinen Teil zu kommen, wie gesagt, ich rede schon sehr lange, aber es muss einfach mal raus, was da jetzt so in den letzten Jahren passiert ist und wo ich jetzt stehen könnte ohne diese Probleme. Wie gesagt, das muss einfach mal raus. Aber jetzt mal in die Zukunft gedacht, wie soll es jetzt weitergehen? Aktuell ist die Situation, und darüber wird es auch nochmal ein separates Video geben. Aktuell ist die Situation, dass ich einfach festgestellt habe, ich komme gegen diese Bürokratie nicht an. Das, was ich gerne machen würde, ist einfach grundsätzlich alles verboten und es besteht nirgendwo die Möglichkeit, das ansatzweise umzusetzen. Aber ich habe eben diesen Garten hier, über den ich auch super happy bin. Das möchte ich an der Stelle auch unbedingt mal sagen. Ich möchte ja hier eigentlich gar nicht weg. Ich möchte hier in diesem Garten das umsetzen, was ich umsetzen muss, um eben von meiner Tätigkeit leben zu können. Und das ist das, was wir jetzt angehen. Ich werde mich wahrscheinlich trotzdem als Landwirt melden, als Nebenerwerbslandwirt zumindest erstmal. Ob es für einen Haupterwerb reicht oder nicht, werden wir dann sehen. Aber zumindest als Nebenerwerbslandwirt melden, um so eben doch noch an eine Baugenehmigung für ein größeres Gewächshaus zu kommen. Eventuell muss es am Ende doch ein von mir sehr ungeliebter Folientunnel sein, weil das etwas einfacher ist im Genehmigungsverfahren. Was ich eigentlich nicht will, weil die immer sehr anfällig sind bei Wind, bei Hagel, bei Gewittern und so weiter. Aber bevor es gar nicht geht, mache ich lieber das. Und wenn das eben durchgeht mit einem größeren Gewächshaus, hier der Garten bietet noch sehr viele Möglichkeiten. Aktuell intensiv nutze ich nur 600 Quadratmeter und der ganze Garten hat 2400. Also da ist auf jeden Fall noch genug Platz. Das ist eine Erbengemeinschaft. Wir sind gerade in Verhandlungen mit der Familie, ob ich noch Teile dazu kaufen oder pachten kann oder wie auch immer. Also da ist im Moment sehr, sehr viel in Bewegung. Und dann ist eben der Plan, dass es eben doch hier weitergeht. Und ich hoffe, 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 dass ich zumindest an dieser Stelle für diese eine wirklich unfassbar wichtige Sache, nämlich hier ein größeres Gewächshaus bauen zu dürfen, mit ungefähr 30 Quadratmetern, das ist ungefähr die Fläche, die ich brauche, dass ich das jetzt endlich machen darf und dass irgendwann mal der Punkt kommt, wo mir nicht die Behörden und die Bürokratie alle Steine in den Weg legen, die sie irgendwie können, um meine Existenz zu sichern, um meiner Leidenschaft nachzugehen, um mehr Nachhaltigkeit, mehr Umweltschutz und so weiter alles anzugehen. Deshalb hoffe ich, dass das Ganze funktioniert. Ich werde weiter berichten. Es gibt dann auch noch mal ein Video, wo ich hier noch mal durch den Garten gehe und euch zeige, was ich jetzt wo plane, noch zu erweitern. Also das wird auf jeden Fall spannend. Bleibt da auf jeden Fall dran. Wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt, wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr euch das ganze Gejammer jetzt angehört habt. Ich verspreche euch, es gibt jetzt auch bald wieder positivere Videos. Ich werde jetzt gleich das nächste Gewächshaus-Update hier aufnehmen. Das wird auf jeden Fall ein positiveres Video. Kommt wahrscheinlich in 2, 3 Tagen. Also, ja, ich denke in 2 Tagen. Und ich habe dieses Video jetzt auch wirklich ganz bewusst auf den 8. Januar gelegt, wo der große Landwirtschaftsstreik sein soll, wo ich denke, dass das Thema Landwirtschaft in gewisser Weise in aller Munde sein wird, wo auch bestimmt der ein oder andere noch auf dieses Video klickt, dieses Video findet, der mich sonst vorher noch nicht gefunden hätte, weil ich auch einfach für dieses Thema unbedingt Aufmerksamkeit möchte, weil wir immer wieder predigen, mehr Umweltschutz, mehr regionaler Anbau und alles, was ich in dem Bereich machen will, verboten wird. Also ich möchte wirklich auf dieses Thema nochmal aufmerksam machen und sowohl auf meine ganz persönliche Situation als auch auf das grundsätzliche Problem. Und dann, wie gesagt, Dankeschön fürs Zusehen. Abonnieren nicht vergessen, Like-Button drücken, bei Fragen wie immer gerne rein in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne mal, was ihr von dem Thema haltet, ob ihr auch schon mal ähnliche bürokratische Hindernisse hattet beim Gärtnern oder auch gerne in anderen Bereichen. Es bleibt einem ja nichts erspart, in keinem Bereich des Lebens, was das angeht. Also lasst es mich gerne wissen und bis zum nächsten Video.